Distinktion Waffen und Geldwäsche geht. In Amerika ist es sogar so, dass in jeder Stadt, ich kann mal vorlesen, was er hier über Seattle schreibt. In Seattle änderte diese Gruppe von Zeit zu Zeit ihre Zusammensetzung. Aber jahrelang waren in ihr der stellvertretende Polizeipräsident, der Sheriff, der Stellvertreter des Sheriffs, der Besitzer eines Bingo-Salons, der Besitzer einer Kneipenkette, der Stellvertreter des Staatsanwalts und so weiter. Und das gibt es in jeder Stadt. Und anhand vieler Berichte sieht man auch, dass es nicht so ist, wie das immer dargestellt wird. Da ist ein Gangster und der hält sich ein paar Politiker, hat die gekauft, sondern ihre Wahrheit ist wirklich umgekehrt. Da sind die Politiker und jeder Politiker hält sich ein Gangster. So muss man das ganz klar sagen. In Amerika ist es ja so, da wird immer nur der Präsident zum Beispiel, der mehr Geld als der andere investiert in den Wahlkampf. Also brauchst du sehr viel Geld für den Wahlkampf. Und da lässt man sich auch aus dem Rauschgift das Geld bezahlen, die Demokraten, die Republikaner. Also man sieht da auch so sehr schön, wenn wieder jemand anders drankommt, eine andere Partei, dann wird natürlich das Klientel von der vorigen Partei verfolgt. Also einmal sieht man, dass viel Haschisch kommt aus der Türkei, da verdienen die Republikaner dran. Wenn die Demokraten dran kommen, die verdienen wieder an Kolumbien, am Opium oder so. Und dann sind die wieder dran, dann werden die türkischen Dealer verhaftet und die Kolumbianer laufen lassen. Das kann man immer sehr schön beobachten, wie das Verbrechen im Dienst des Kapitals und der Politik letztlich eintreten. Also sind auch in diesen Gangstervereinen die Bankdirektoren und Kapitalvertreter da vertreten. Das ist sogar so, nicht nur in Amerika, wir wissen es ja von Italien, die enge Verflechtung vom Staat und vom Kapital zur Mafia in Frankreich, Verflechtung mit der OAS, so eine Organisation vom Algerischen Krieg noch damals, die Aufträge für Mord entgegennimmt. Der Journalist Dagobert Lindlau, der hat über die Mafia geschrieben und der hat diese These auch gesagt, dass es im Grunde genommen so ist, dass sich die Politiker einen Verbrecher halten. Und der hat eben verschiedene Polizeipräsidenten interviewt, ob sie über das organisierte Verbrechen in ihrem Land informiert sind. Die haben alle gesagt, das gibt es bei uns gar nicht. Der Münchner Polizeipräsident. Dann hat er den saarländischen Innenminister gefragt, sowas gibt es bei uns nicht. Obwohl der große Berichte über die mafiösen Strukturen in diesen Ländern und denen vorgelegt hat, haben die so getan, als ob es das gibt. Das heißt, es gibt eine ganz klare Zusammenarbeit auch zwischen Kapital und eben diesen organisierten Verbrechen. Die haben ein Interesse daran, dass letztlich das organisierte Verbrechen weitermachen kann. Wenn der Kapitalismus das wollte, die Mafia verbieten, wäre das überhaupt kein Thema. Das könnte er mit links machen, dass es keine Mafia mehr gibt. Das heißt, er will das gar nicht. Er ist selber mit dem Verbrechen. In Italien war es ja sogar so gewesen, dass ein Mitglied der Mafia Staatspräsident wurde. Oder der Olivetti, der größte Kapitalist in Italien, der hat 5 Jahre im Gefängnis bekommen, wegen der Zusammenarbeit mit der Mafia. Und dann nach 5 Jahren kommt er wahrscheinlich vorher. Er ist inzwischen schon wahrscheinlich draußen und macht natürlich schön weiter. Der Kapitalist selber ist ja der größte Verbrecher. Nichts geht über das Verbrechen des Kapitals. Diese Kriege, diese Millionen, die dann getötet werden, das könnte kein einzelner Verbrecher, das kann auch nicht die Mafia oder so. Das ist also 10-mal höher. Achilles Grad Meyer-Lansky. Der war beschäftigt bei den Demokraten. In Las Vegas hat er sein Unwesen getrieben im Auftrag der Demokraten. Und der hat den Demokraten viel Geld für den Wahlkampf gegeben. Ich will mich jetzt nochmal selber ziehen. Kapital und Verbrechen sind nur 2 Seiten der gleichen Medaille. Je nach Notwendigkeit wird der illegale Bereich mal mehr, mal weniger offen betrieben. Das Verbrechen ausrotten zu wollen heißt, den Kapitalismus zu beenden. Einen unschuldigen Kapitalismus ohne Verbrechen gibt es nur im Reich der Mythen. Das Kapital ist durch das Verbrechen entstanden. Es wird entweder durch das Verbrechen sterben oder das Kapital wird durch den bewussten Schritt der Massen abgelöst und die Produktion auf die nächst höhere Stufe gehoben.